Bei Köln anbetraf, denn das war insgesamt ein sehr, sehr würdiger Rahmen, der dann auch diese Arbeit positiv unterstützt hat. Nun folgen die Beisetzungen, endgültiger Abschied von den Opfern. Ich danke Ihnen für Ihre Einschätzungen, Rainer Hellweg von der Charité in Berlin. In der Erklärung des Bundeswehr-Gewehr G36 gerät Verteidigungsministerin von der Leyen erneut unter Druck. Interne Dokumente deuten darauf hin, dass der militärische Abschirmdienst doch gezielt nach Informationen von kritischen Journalisten suchte. Das berichtet der Spiegel. Von der Leyen hatte stets betont, der MAD habe im Zusammenhang mit der G36-Thematik keine eigenen Ermittlungen durchgeführt. Am Nachmittag trifft sich der Verteidigungsausschuss im Bundestag zu einer Sondersitzung. Dort soll von der Leyens Vorgänger, de Maizière, berichten, warum die Probleme mit dem Gewehr in seiner Amtszeit nicht aufgefallen waren. Es ist ein neuer Anlauf im Ringen um eine Lösung der Griechenland-Krise. Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Hollande werden heute den griechischen Regierungschef Alexis Tsipras treffen. Aus Brüssel heißt es, dafür müsse jedoch auch Bewegung erkennbar sein, denn die neuen Reformvorschläge aus Athen gehen der EU bislang nicht weit genug. Gerade mal 3 Seiten lang soll die Reformliste von Alexis Tsipras sein. Und wie es aussieht, wird er inhaltlich damit wieder mal nicht punkten können. Die Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung, so heißt es, blieben sogar noch hinter den bereits besprochenen Werten zurück. Eine schnelle Einigung mit Athen hält Eurogruppenchef Dijsselbloem nicht für möglich. Ich höre eine Menge Optimismus bei den Griechen, doch das ist eine Unterschätzung der Komplexität, was von ihnen erwartet wird. Nämlich Reformen, die Griechenland bislang nicht anpacken will, etwa Kürzungen von Pensionen oder eine Reform des Arbeitsmarktes. Der Ball liegt in Griechenland. Griechenland hat die Wahl zu entscheiden, ob sie wollen, ob sie können. Die Kanzlerin will Griechenland unbedingt in der Eurozone halten. Kritik an Merkels Kurs kommt von der Linkspartei. Oskar Lafontaine fordert im Duell bei NTV die Regierung auf, der Realität ins Auge zu sehen. Eine gestellte Schleswig-Holstein ist nicht viel. Und von dieser Tatsache drückt sich eben auch die deutsche Regierung. Und wenn jetzt der Schuldenstich kommt, das ist bloß